Lesen wir doch derweil einfach mal dieses Schild. Route 102 und da geht's nach Rosalstadt. Alle Wege führen nach Rosalstadt. Komm mal her, ich will dich anquatschen. Hey! Und wir kriegen Loturzel. Oh ja, Loturzel will ich. Ich will ein Loturzel. Na gut, eigentlich will ich ein Kapalores. Aber Pfund. Und weil halt Pfund, dann deswegen. Genau. Ich brauche Kapalores, weil Pfund. Okay, noch einen Angriff. Absorber macht normalen Schaden. Dann probieren wir es lieber mal mit einem Pokéball. Pokéball los! Wackel, 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 bing! Loturzel wurde gefangen. Di 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 di. La la la, tralala. Und es ist in Teichen mit reinem Wasser zu Hause. Kleine Pokémon werden von ihm auf seinem Platz sicher über den Teich befördert. Das ist doch schön für kleine Pokémon. Und du wolltest mir sagen, ich werde jede Menge Pokémon fangen. Ja, das habe ich auch vor. Hm. Jetzt wegen Loturzel nochmal ins Pokémon Center. Nee, das passt jetzt schon. Aber ich würde gerne Wumpel und Pfiffchen ein wenig trainieren. Damit sie mit Gekabor gleichziehen können. Moment. Was kann Wumpel denn? Mhm. Oh. Und Loturzel kann immerhin erstaunen. Naja, gut, dann tauschen wir mal Wumpel gegen Gekabor und schauen mal, wie es sich so schlägt. Und hier haben wir schon unseren ersten Trainer. Für all diejenigen, die es nicht wissen, erstmal Schande über euch, dass ihr wahrscheinlich noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt habt. Wenn ich dem jetzt vor die Augen laufe, dann will er mit mir kämpfen. Das kann ich aber auch. Guck mal, wenn du Pokémon bei dir hast, bist du offiziell ein Pokémon-Trainer. Daher kannst du meine Herausforderung nicht ablehnen. So viel zum Regelwerk. Und jetzt kommt der Kampf. Und zwar von Teenager Ansgar mit seinem Pfiffchen auf Level 5. Wumpel wird sterben. Wumpel wird sowas von sterben. Ah gut, Pokémon sterben ja nicht. Sie gehen ja K.O. Nein, nicht mal das. Sie werden ja besiegt. Steht ja dann da. Aber wir probieren es einfach mal. Los, Wumpel! Du schaffst das, ich hab vollstes Vertrauen in dich, du bist. Ja, Wumpel wird das definitiv packen. Dann doch lieber Pfiffchen. Das wird jetzt der spannendste Kampf des Jahrhunderts. Pfiffchen gegen Pfiffchen. Und das andere steigert auch nur seinen Angriff. Dann machen wir doch mal Tackle. Das hat genauso viel gebracht wie bei Wumpel. Naja, einmal Tackle geht noch. Ich habe mich geirrt. Nein, ich habe mich nicht geirrt. Ich habe das kommen sehen. Ja, das habe ich genau gewusst. Dann machen wir es jetzt anders. Dann trainieren wir jetzt auch noch Loturzel. Und wechseln zu Gekabor. Ich will eigentlich nur verhindern, dass Gekabor jetzt wieder die ganzen Erfahrungspunkte kriegt, weil sonst überholt das die anderen zu stark. Dann ist das schlecht wieder aufzuholen. Okay, dann setzen wir mal. Probieren wir es nochmal mit Absorber. Hat beim letzten Pfiffchen auch gut geklappt. Und halt Gekabor ein wenig. Und ja, jetzt auf einmal willst du nicht mehr mit Absorber hier die Pfiffchen platt machen. Dann setzt du eben Pfund ein. Und jetzt aber. Jetzt nochmal mit Absorber hinterher. Hitman Absolution. Und jetzt Wumpel kriegt immerhin noch 19. Und Loturzel auch. Und wir haben Ansgar besiegt. Arg, ich habe verloren. Hey, er ist ein Pirat. Arg, ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Arg. Der müsste eigentlich einen Plaudergei haben. Aber das gab es ja in der damaligen Edition noch gar nicht. Und jetzt müssen wir doch ins Pokémon Center. Es hat sich total gelohnt, Loturzel nicht zu heilen. Und sich den Weg zum Pokémon Center zu sparen. Bing, bing, bingeling. Und ja, tschö, danke.
Ich meinte danke, tschö, oder... Ach, weißt ja, wie es gemeint ist. Und jetzt aber, jetzt ist immer noch Wampel auf erster Position. Dann laufen wir einfach mal ein bisschen durchs Gras, weil ich glaube, die Trainer sind einfach zu imbar für Wampel. Und ein Käfersammler! Den können wir Wampel nicht zumuten, aber ich glaube, dass der auch nur Wampel hat. Und Fifien auf Level 4, damit es stärker ist als Wampel, natürlich. Komm, Wampel, das schaffst du. Ich glaube an dich. Fängt ja schon mal gut an. Nee, ich glaube wir... Nein! Tu's nicht, Fifien, du wirst es bereuen. Genau. So. Ich glaube, dieser Trainer hier hat auch nur Wampel. Und da Wampel ja überhaupt nichts taugt, wird das super funktionieren. Aber... Da, wie gesagt, Wampel überhaupt nichts taugt, werde ich jetzt mal einen Trank lieber verschwenden. Das wird keine Wirkung haben. Warum hat ein Trank keine Wirkung bei Wampel? Ach so, weil ich auf Gag Arbor bin und wir haben schon wieder Soundbugs. Immerhin 4 KP. Was soll's. Haben wir halt mal einen Trank verschwendet und hallo du da. Haha, unsere Augen haben sich getroffen. Ich kämpfe mit meinen Käfer-Pokémon gegen dich. Käfer-Pokémon. Er sagt nicht direkt Wampel. Vielleicht hat er auch ein Schaloko oder ein Panikon. Auf jeden Fall hat er schon mal ein Wampel. Wampel Level 4 gegen Wampel Level 3. Dann muss... Nein, was tust du mir an? Ach, Wampel ist sowieso langsamer. Das hat sich voll gelohnt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie der hieß. Und nochmal Tackle und ja, verschwende ruhig alle deine Züge, um unser ohnehin schon zu langsames Wampel noch langsamer zu machen. Wir hauen dir in der Zwischenzeit die Hucke voll, nicht wahr, Wampel? Hey, wieso greifst du mich an? Das ist nicht fair. Und nochmal. Hey, lass das. Du kannst meinem Wampel doch nicht ins Gesicht schlagen. Sag mal, was geht denn mit dir ab? Und das... Ah, diese blöden... Volltreffer, aber irgendwann muss Wampel auch mal einen Kampf trainieren, auch wenn es einen Trank kostet. Einen wertvollen Trank. Ja, könntest du bitte mal aufhören mit den ganzen Volltreffern? Wir haben es kapiert. Du gehst voll ab, ja. So, und jetzt hab bitte ein Schaloko oder ein Panikon. Immerhin ist Wampel schon mal Level 4. Und noch ein Wampel. Ja, aber... Komm, Wampel, du bist jetzt Level 4, du bist jetzt imbar. Du packst das Baldur, heißt er. Baldur's Gate. Ach nee, Baldur's Wampel. Okay. Unser Wampel ist jetzt immer noch zu langsam. Nach 3 Fadenschüssen, damit hätte ich ja nie gerechnet. Ich habe voll damit gerechnet, dass es jetzt schneller ist und jetzt ist es schon wieder gleich besiegt. Und ich will immer ins falsche Menü. Wampel, das nimmt ein böses Ende mit uns. Und noch ein Trank. Und noch ein Tackle. Und, nein, das wollte ich nicht. Nein, warum nur? Tackle. Jetzt reicht's aber langsam mit den Volltreffern. Danke. Ich will jetzt nicht schon wieder einen Trank. Ja, genau, setz Fadenschuss ein. Dann spare ich mir die Tränke. Jetzt verliert wahrscheinlich Wampel den Kampf sogar noch, weil mir die Tränke ausgehen. Weil Wampel einfach nichts bringt. Ja, nochmal Fadenschuss. Mach das noch 2... Vielleicht auch nur noch einmal, dann haben wir dich gleich besiegt. Sei so gut. Ja, komm, noch einmal Fadenschuss. Wenn das jetzt ein Volltreffer wird. Okay, langsam reicht's aber auch mal wieder mit den Volltreffern. Ich bin gerade... Giftstachel. Naja, gut. Wenn es weiter nichts ist. Au! Besiegt und verloren. Ich glaube, er ist ein Werwolf. Der Sprite hat auch gerade so ausgeguckt. Spult mal das Video noch ein Stück zurück zu dem Bild von dem Käfersammler. Das sah gerade ein bisschen aus, als hätte er da wie ein Vampir so einen kleinen Blutstrahl runterlaufen, sowas. Ein Vampir-Werwolf. Und jetzt hat Wampel nur noch ein KP, aber jetzt sparen wir uns den Trank für was Wichtiges auf.
Und dann darf Fifian als nächstes fällen. Ich glaube sogar, dass Wampel sich auf Level 6 schon entwickelt. Und wir können nicht beeinflussen, zu was. Wobei, wenn ich an die zweite Arena denke, wäre mir... Ja gut, da ist es eigentlich wurscht. Wenn man allerdings... Also mir wäre auf jeden Fall Papinella lieber. Jetzt mal Arena hin oder her. Ich bin nicht groß. Ich versinke im hohen Gras. Das Gras erreicht meine Nase und... Hatschi! Ja, dann viel Spaß noch, wenn die Fifien und sowas dann kommen. Zum Beispiel jetzt kommt... Genau, da kommt's schon. Habe ich's nicht gesagt? Fifien gegen Fifien. Der Schnellere gewinnt. Ach komm jetzt. Ist es aber langsam nicht mehr lustig. Nicht, dass das beim ersten Mal schon lustig gewesen wäre. Ja, so gefällt mir das schon besser. Oh, triff. Geht doch. Und Fifian hat Fifian besiegt und es reicht natürlich nicht. So, bevor wir den jetzt bekämpfen, erstmal hier Schild, Route 102 und es geht nach Blütenburg City. Und wir pflücken uns zwei Sinelbeeren. Außerdem bekommen wir noch, ja, der Boden ist wieder weich und lehmig, zwei Pirsifbeeren. Warum man dann das N nicht auch groß schreiben kann, wenn sie es eh nur dahinter hängen, ist mir ein Rätsel. Gab's hier noch was? So ein unsichtbares Item oder sowas? Gab's in der Edition überhaupt unsichtbare Items? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ich glaube, die gibt's sogar in jeder. Aber gut. Jetzt ist Fifian auch gleich down. Das heißt, gegen diesen Trainer nutzen wir unser übermächtiges Loturzel. Was konnte das nochmal erstaunen, glaube ich nur. Bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Ja. Wird sich gleich herausstellen, wer von uns der Anfänger ist.